Hallo und willkommen zurück in Adania. Ich bin gerade hier zum Holzfäller gegangen, weil ich ein bisschen Schwarzeiche abholen wollte. Es ist natürlich mehr als genug da. Ich war ja erst Holz holen. So, das ist schon mal super. Haben wir das. Ein bisschen Birke nehmen wir auch direkt mit, denn ich bin mittendrin beim Bau von dem Gebäude da hinten über der Schlucht. Das zeige ich euch gleich auch mal. Aber zunächst einmal gehen wir nochmal zur Klingel. Bei der Klingel hat sich ein klitzekleines bisschen was getan. Nicht wirklich merklich. Also im Endeffekt wurde ein bisschen was an Material eingespart. Und zwar hat mich Coaster besucht und Coaster hat ja wirklich ganz, ganz viel noch rumgebastelt. Auch hinten noch mit Redstone. Okay, das war der Test. Ist funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, was er gemacht hat. Okay. Also, hier unten das Ding wird befeuert. Wir gehen darüber und dann ist er von diesem Notenblock. Das schauen wir jetzt mal. Genau. Oh, ja, natürlich, da ist tief. Ich sag hoch damit und so und so und so. Ja, da komme ich trotzdem irgendwie hin. Ein bisschen ducken, so und so. Von diesem Notenblock ist er dann direkt in den anderen reingegangen. Und damit hat er dann wirklich hier so ein Teil, so ein, wie heißt der, Repeater? Und zwei oder drei Redstone noch gespart, weil sonst hatte ich die da hinten ja verlegt, aber das hat er jetzt so gemacht. Also, das ist wohl jetzt die optimale Schaltung für das Ding hier. Genau so muss es sein. Ich glaube, selbst das Ding könnte man nicht einfach direkt da runterlegen. Es würde sich da nicht damit connecten. Also, das hier ist wirklich jetzt der optimale Weg. Ja, denke ich mal. Zumindest, ich denke, Coaster stimmt mir da zu. Hatte ich irgendwas weggebaut da von der Erde, ne? Wieder zumachen, soweit das irgendwie geht, oder? Ja, gut, der Kram, den kann man auch sehen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Vielleicht bei Gelegenheit noch irgendwie anders zumachen, aber ach, es passt schon. Super. So, Nummer 1. Dann. Ja, by the way. Sandu hat noch ein bisschen aufgeräumt, der Kram ist jetzt weg. Da steht die Statue, wunderbar. Ach, ich schaue da immer wieder gerne hin. Was für ein geiles Teil. Ja, und zwar. Warum hier rein und los geht's. Holzhammer. Gut. Was zu essen? Hab ich auch noch. Schön. Ich hatte ja, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, ein bisschen Besuch von Admins. Und neben gehörigem Chaos haben sie hier auch ein bisschen was verbessert und haben mir ein paar Sachen gezeigt, was man so machen kann. Und das ist ziemlich interessant. Das hier zum Beispiel ist eine Weiche. Das heißt, mit diesem alten Prinzip, dass man im Grunde nur in die eine Richtung fahren konnte oder nur in die andere, ja, das ist vorbei. Coaster hat hier ein bisschen gewerkelt und ja, und es funktioniert. Ich meine, wenn ich das hier mal abbaue, da haben wir die Power Rail und wenn wir hier drauf drücken, wird die einfach nur befeuert, bekommt Energie und es ginge nach dort, ja, die andere Richtung. Klickt man hier drauf, dann, wenn man hier drauf steht, dann fährt man dorthin. Ja. Das ist genial. Und wie schaut das Ganze aus? Das schauen wir uns jetzt an. Und es ist ziemlich simpel. Ich meine, das ist alles, ja? Gibt man dort ein bisschen Saft drauf, dann leuchtet dieses Redstone. Hier, dann wird diese Fackel angeleuchtet. Also die hat dann keinen Saft mehr. Dann bekommt die Saft. Bedeutet, diese Schiene hier bekommt Saft, also wird befeuert. Dann, wenn die befeuert wird, dreht die sich. Das ist eine Weiche. Das Ding braucht einfach nur Saft und dann dreht sich das Teil. Die Richtung. Das ist ja gigantisch. Das wusste ich so nicht. Ich meine, wie einfach. Ich habe jetzt echt gedacht, Coaster bastelt jetzt hier stundenlang und es ist total kompliziert. Und ich meine, das hat er relativ zügig fertig bekommen. Und ja, das ist fantastisch. Und jetzt kann man hier sitzen. Und dann setzt man sich einfach rein und drückt dann hier drauf und dann fährt man wieder zurück. Oder man kommt von oben bis hier hin, dann klickt man da drauf und fährt einfach weiter. Ja, wie gut ist das denn? Und eine Power Rail, die nicht befeuert ist, die bremst. Okay, ich habe mich nicht erschreckt. Alles ist cool. Alles ist cool.
Holy crap. Oh, okay, Adrenalin. Adrenalin, es kann nichts kaputt machen. Okay, okay, alles klar. Also, das ist das Prinzip. Hier ist einfach ein Block mit einem Button. Und wenn man den drückt, dann geht's los. Ansonsten bremst das Teil. Wie gut ist das denn? Ja, das hat sich so an diesen Schienen jetzt erstmal geändert. Also, ich würde sagen, technologisch haben wir einen ganz schön großen Schritt nach vorne gemacht. Okay, dann ansonsten, hier ist jetzt der Rohbau vom Haus. Ich weiß nicht, kann man das vielleicht so von hier oben besser sehen, wenn ich hier so hochhobe? Ja, genau. So. So sieht das jetzt aus. Das ist jetzt, sozusagen der Grundriss ein bisschen weiter hochgezogen. Das Prinzip hier ist, wir haben hier so einen oberen Bereich. Auch das Dach wird dann dementsprechend alles in dieser Höhe sein. Und dann haben wir hier so eine leichte Schräge nach unten. Oder es geht auf jeden, ich weiß nicht, ob es eine Schräge, ich glaube keine Schräge, aber es geht zumindest hier nach unten. Und hier ist dann der tiefere Bereich, ja, der auch nur bis hierhin geht. Das heißt, geht ja bis hier und dort und dort. Und das wird dann etwas tiefer überdacht. Und hier vorne geht es dann halt dementsprechend hoch. Wenn wir mal runtergehen und schauen uns das an. Ups. Also ich habe mich wirklich ganz genau hier an die Maße, an den Maßen orientiert und habe auch nichts zugebaut. Höchstens mal hier so ein, zwei Teile vielleicht. Oh, hier fehlt noch eins. Sehe ich. Also hier kann man es sehen. Hier ist auch überall direkt die Erde. Nur hier den Aufstieg habe ich noch ein bisschen gemacht. Ansonsten habe ich echt nichts von der Schlucht verbaut. Die Schlucht ist im Grunde, hier sieht man es ja, komplett offen. Hier vorne habe ich noch ein, zwei Klötze draufgepackt auf das Glas. Und hier noch so ein bisschen, damit man hochgehen kann. Aber das war's. So. Das heißt, unten haben wir die Schlucht. Hier oben haben wir dann das Haus. Wie baue ich denn das jetzt hier? Das muss ja irgendwie. Das ist nicht gut. Was haben wir hier gemacht? Ach nee, ich weiß, was dahin sollte. Jetzt weiß ich's. Was sollte das hier? Deswegen wollte ich ja das Schwarzeichenholz holen. Oh Mann. So. Ja. Das muss hier ganze Höhe. Die Höhe, genau. Autsch. Sehr schön. Das hier muss dann auch Schwarzeiche sein. Hier habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen gefuscht dann. Und ist hier aufs Glas gebaut, aber das muss ja eigentlich hin. Geht kaum anders. So. Das Ganze muss sogar noch eins höher. Das lässt sich auch nicht vermeiden, weil das ist ein bisschen zu tief. Denn ich möchte da vorne so ein schön, wie so ein Tor machen, wo dann auch das Viehzeug rein kann. Weil darum geht's ja. Hier soll ja erstens natürlich ein bisschen Lager entstehen. Aber auch für das Viehzeug halt eine Unterkunft. Aha, okay, hier fehlt er noch. Schwarzeiche, ich habe einfach eben mal Platzhalter gesetzt. Das können wir direkt mal eins hoch, eins höher machen. Denke ich mal. So, eins höher. Ich habe das Gefühl, in Adania, wenn es nicht gerade regnet, ist es Nacht. So, wie komme ich jetzt da rüber? Gar nicht. Gar nicht. Ja, hier nicht. Übrigens konnte ich setzen. Ja, hier ist die Außenwand. Die ist auch so hochgezogen. Das muss ja alles irgendwie so ein bisschen passen. Ist jetzt hier diese Flucht, aber das ist ja natürlich auch der höhere Teil des Hauses. Und hier geht es dann in den niedrigeren über. Das wird ganz interessant von dem Dach her. Sowas habe ich auch noch gar nicht gebaut. Aber das ist bei mir halt einfach typisch. Ich baue eigentlich ungern zweimal dieselben Sachen. So, hier müsste ich eigentlich auch nochmal eins hoch, ne? Das war ja klar. Weil wenn der Rest schon eins höher ist, dann hier auch. Oh. Nein! Ich müsste sprinten, Mensch. Ach, das ist doch nicht zu fassen. Wo komme ich denn da hoch? Ach ja, hier oben wollte ich noch was anderes machen. Was mache ich hier? Ich möchte auch hier viel mit Glas arbeiten. Ich glaube, hier war darunter. Ja. Also meine Idee hier war, dass ich hier Scheiben hin tue. Damals. Weg, weg. So. Und dass die jetzt hier auch wirklich dann die Wand bilden. Und dann müsste das hier aber wieder ein Pfosten sein, ne? Sieht das komisch aus. Ja, machen wir so. Schon keine Schwarzeiche mehr? Doch, würde schon sagen. Und noch eins.
So, und das Ganze wird ja sowieso... Nee, ist schon eins höher alles. Okay, das heißt, hier kann jetzt Kabel drüber. So, und das wäre es, hatte ich mir jetzt vorgestellt. Dass solche Elemente halt noch mit reinkommen. Ist ja sowieso alles sehr gläsern hier. Ich meine, hier der Boden ist sowieso komplett verglast. Und hier dann dasselbe. Einfach Glas hin als Wand. So, ganz schön luftig. Ja, sieht doch gut aus, finde ich. Das sieht schick aus. Kann man hier runter, kann da hoch. Kann schauen. So. Und diese Teile hier, das ist natürlich sehr klein, könnten natürlich dann so kleine Ställe sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn man hier durch... Oh, super, okay. Das passt. Hier durch auch eins. Und dann die hier. So. Ja, dann ist das Tor aber hier nicht so gut. Wenn ich hier... Das muss man ja auch nicht unbedingt mittig machen. Man könnte es ja auch hierher machen. Ein bisschen seitlich. Das bleibt dann. So, und da unten noch hier so eins hin. Und dann können wir hier die Fences einfach rüberpacken. Haben wir zwar noch kein Tor. Das muss man einfach hinzufügen. So, da haben wir hier schon mal eine Art Stall. Ne? Ja. Ist doch schick. Als Decke, ja. Ich glaube, dann wäre hier wieder die Schwarzeiche angesagt. Irgendwie tiefer gelegte Decke. Eventuell nie höher gelegt. Die muss da oben hin. Sieht das doof aus. Ne? Komm, ja. So. Und da wird dann wohl entweder so oder... Ja, mal schauen. So, da haben wir unseren Stall. Das heißt, die Tiere können wir auch von hier draußen sehen. Da laufen sie rum. Und wenn wir sie raushaben wollen, machen wir einfach auf und dann können sie herauslaufen. Dann können wir hier nochmal mit einem Zaun ein bisschen zumachen. Wenn ich da einen Zaun hinsetzen will, will ich das? Muss nicht sein. Aber hier vorne kämen dann die Freigehege hin. Das heißt, hier würde so ein kleines bisschen Wald noch weichen müssen. Und dann würden wir einfach das Ganze umzäunen. Und zwar schön wild, nicht ganz gerad gezogen, wie ich das hier gerade vorhatte, sondern dass man hier einfach die... sich der Landschaft anpasst und alles halt dementsprechend einzäunt, großflächig, auch die Bäume drin lässt, wenn es geht. Aber nicht alle, das ist mir hier zu dicht. Und ja, dann können wir sie rauslassen, wann immer wir wollen. Und das Ding hier, oh, was habe ich hier? Genau, diese hier. Kann ich das hier mitmachen? Ja, so. Und so. Ich habe gerade gedacht, hier wäre irgendwas hingegangen, aufgeplöppt, nee. Optische Täuschung. So. Das sieht schon nicht schlecht aus. Wie sieht es hiermit aus? Wenn wir das hier wegmachen und hier auch. Ah ja, hier ist übrigens noch der Lift nach unten. Klappt auch noch. So kann man ganz schnell nach unten. Und so sieht das Ding dann von unten aus. Also man sieht, es hat sich kaum etwas geändert. Hier sind so ein paar Holz... wie heißen die? Stufen? Ja. Hier vorne dieser Balken, sieht doof aus, ne, da vorne auch, da muss ich irgendwas hinmachen, Das ist, was den Balken stützt, ist auf dem Glas stehend. Aber der Rest sieht ganz gut aus. Hier vorne ist natürlich klar die Wand des Hauses, die trennt das Ganze so ein bisschen und hier, das ist ja dann von, für jedermann zu erreichen, also von außen, ne, ohne dass man durch die Tür gehen muss. Ja, hier drin hat sich sonst nicht viel verändert, glaube ich, die Vines sind ein bisschen gewachsen. Sieht jetzt schon echt interessant aus hier unten, muss ich sagen, ne, und da kann man noch ein bisschen mehr Grün reinpacken. Ja, wird dem Ganzen nicht schaden. Ihr Knie, so auf keinen Fall. Das hat eher mal was. Das ist irgendwie so ein bisschen freaky, aber das finde ich gar nicht so schlecht jetzt. Muss man sich erst dran gewöhnen. Hier geht es nicht darum, dass das jetzt wirklich hier dann so eine Rundung ist und hier abbricht, sondern wirklich, das ist so ein bisschen ja, etwas strukturierterer. Oder kann ich noch irgendwas anderes machen? Nee, das ist genauso. Keine Ahnung. Oder? So. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, ne? Das sieht nicht schlecht aus. Hat zwar nicht viel von einer Scheune und einem Scheunentor, aber das soll es auch gar nicht. So.
Viecher können hier rein, hier rüber. Da oben wird auch noch ein Stall hinkommen. Kleiner Stall. Boing, boing. Und so. Und das hier wird der Durchgang. Dann geht es hier zum Bahnhof. Und da weiß ich nicht, ob ich das so lasse oder ob man hier vielleicht noch, ja. Vielleicht die Strecke hier so ein bisschen her verlegen, dann hier mittig ankommen oder hier vorne dann oder hier, dass hier einfach das Ding endet und dann ist hier oben irgendwo der Button, wo man drauf drücken kann. Ja, so seitlich, glaube ich, ne? Na, mal schauen. Das ist jetzt nicht so. Erste Mal ist das hier wichtiger, dass das Haus hier so einigermaßen steht, dass wir auch mal ein Dach drauf bekommen. Ist schon mal ganz wichtig. Hier muss noch eine Lage drauf, ne? War ja eben so das Ding. Dieser Raum hier ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil es dann hier so arg hoch geht. Aber wenn man hier eine Decke reinzieht, müsste das auch eigentlich in Ordnung sein. Ja, da kommt ja eh das Dach dann drüber, ne? Ist sowieso egal. Okay. Das heißt, wie komme ich da jetzt nochmal richtig hoch ohne? Nein, ohne nicht, aber ich muss mich hochstecken. Bringt ja nichts. Ah ja. So. Hier noch eine Schicht. Okay. Was für ein Höhenunterschied. Ach, au. Ja, das ist dann die neue Höhe. Das heißt, das Dach kommt dann hier seitlich hier dran, die schrägen. Also so. Naja, nur halt in die andere Richtung. Also da fängt das Dach dann an, dann gehen wir einmal rum und so weiter. Ja. Genau, okay. Gut, das hier eins höher. Das da drüben ist schon, ne? Ist schon eins höher, ja. Hier. Und hier. Gut. Das ist aber... Achso, da habe ich mich hier hochgesteckt, wollte ich gerade sagen. Okay. Autsch. So. So sieht's aus. Ich meine, ich find's auf jeden Fall mal interessant. Ist mal was anderes. Sieht irgendwie abgefahren aus, finde ich. Das ganze Konzept ist irgendwie sehr abgefahren mit der Schlucht hier unten. Und wow. Aber ich denke, das gibt's auf diesem... Servern kein zweites Mal. Wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht sogar auf allen Servern. Ja, obwohl. Oh, schick. So, hier ist die Straße. Hier kommt man dann so her. Hier kann man das dann sehen, dass es da so runter geht. Oh mein Gott, theoretisch könnte man auch reinschauen. Hier kommt man nicht runter. Das schafft man nicht, wenn ich dazu gemacht habe. Was? Die machen komische Geräusche. Die Viecher. Ja, das lassen wir alles mal so. So, und dann hier die Straße führt dann hierher. Hierher geht hier runter und da kommt man dann rein. Die Straße ist jetzt natürlich nur reinkoppel. Da kommt natürlich noch ein bisschen Verdreckung, also ein bisschen Kies, wenn ich es habe. Ich habe es nicht dabei, doch habe ich dabei. Mache ich jetzt mal. So, so wird das natürlich aussehen, dass es auch ordentlich schmutzig ist. Ist ja nicht gerade eine saubere Gegend hier. So. Genau. Das ist schick. Und hier ist dann der eigentliche Haupteingang. Gut, wenn da noch ein bisschen Dekoration dran kommt, wird es wahrscheinlich noch besser. Hier bin ich mir jetzt noch Folgendes am Überlegen. Das sieht von unten natürlich schön aus, wenn alles so offen ist. Von hier sieht es jetzt, muss man ehrlich mal sagen, mäßig aus. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Interessant wäre es natürlich auch gewesen, wenn man dann hier einfach sowas hier hinmacht, ne? Ich mache es jetzt einfach mal so dahin. Als Abstufung. Das vielleicht noch eins weiter nach hinten. Ja. Sodass man dann hier seine Straße hat und hier dann eine gewisse Abgrenzung zu dem Ganzen da oben. Vielleicht sogar im schlimmsten Fall das hier einfach komplett dicht macht. Also das hier... Alter, schon gerade gedacht, jetzt fällst du ganz runter.
Oh Mann, ey, wirklich, diese Höhe, ne, ist echt brutal. Also hier diese Dinger, diese Stufen und die hier einfach dicht machen. Mit Slabs oder so, hier oben drüber. Dass man das Glas stehen lässt, aber Slabs halt oben drauf. Nur das könnte ich mir auch noch vorstellen, dann. Ja, weiß nicht, ob dieser Effekt hier so gut ist, ne? Das hier. Weil diesen Effekt soll man ja hier haben, wenn man hierher geht. Über die Straße. Das muss ich mir überlegen. Ich probiere es einfach mal aus, glaube ich. Ja, oh Mann. So. Gut. Das lasse ich mal stehen. Passt so. Haben wir das soweit? Von außen sieht das Ding dann so aus. Da habe ich auch noch nicht viel gemacht. Da müsste dann hier noch so ein bisschen verspielter Kram dran oder so. Weiß nicht. Ja, das sieht wahrscheinlich jetzt nichts aus, wegen auch den Teilen hier. Das ist zu viel Ziegelstein. Ja, nee, die hier, die wollte ich. Ja, genau. Sowas hier dann dorthin, ne? Das ist so das Typische und das finde ich unglaublich schick. Das schließt den Balken so wunderbar ab, denn wenn er einfach nur hier in irgendwas endet, ja, das ist hier dann nämlich das Problem, ne? Hier müsste dann einfach sowas enden. Ich finde, so dieser Übergang ist nicht sehr schön, aber mit diesem Stein dort hat das eine ganz andere Qualität. Mensch. Ja, das sieht, gefällt mir schon besser. Ja, und hier müssen einfach diese Slabs hin, ne? Gott sei Dank machst du keinen Schaden. Wo kommst du her? Wo? Wieso? Wieso? Mann, Mann, ich hab einen Adrenalinschub. Das ist Wahnsinn. Ich meine, das Vieh kann mir ja eigentlich wirklich gar nichts machen. Ich bin gut gerüstet und... Aber trotzdem, Mensch. Ist das schön. So, zum Abschluss fahren wir jetzt noch mal ein bisschen Zug. Karte habe ich nicht dabei. Gehen wir nochmal rein, kein Problem. Da haben wir ja genug. Hier, der Boden muss noch ausgetauscht werden. Das gefällt mir nicht. Das mache ich auch noch schnell. Das sieht so nichts aus. Ah ja, richtig. Ich benutze immer nur Slabs für so einen Boden. Damit spart man einfach Holz. Ja, so einfach ist das. Deswegen nehme ich das. Aus keinem anderen Grund. Jo, und jetzt könnte man hier unten entweder sowas hier machen. So als Übergang. Was jetzt... einfach ein bisschen anders aussieht. Oder man zieht das Ding einfach weiter. Den Boden. Was ich jetzt vielleicht sogar bevorzugen würde. So. Finde ich eigentlich viel schöner. Dann ist man hier direkt schon drin. Und hier draußen muss man dann natürlich das Ganze ordentlich uneben machen. Hier. Ich sag mal so. Und da. Hier, da. Da, da. So, auf den Anfang. So. Sieht dann so aus. Natürlich noch ein bisschen mehr. Hier kommt noch ein bisschen was hin und so weiter. Diese grobe Erde natürlich noch. Ich glaube, dann sieht das ganz schick aus, ne? Und hier vorne könnte man dann so Fence Gates machen. Das sind jetzt normale Fences. Die gehen ja auch erstmal. So. Und jetzt könnte man mit Fence Gates das so ein bisschen zumachen. Ja, so schon mal nicht. Das da oben gefällt mir nicht. Wie sieht's aus? So. Dann hier einfach zwei Fence Gates hin und da hätte man es auch zu. Das sieht gar nicht schlecht aus. Gut. Zug fahren. Denn ich finde das Konzept ganz gut. Und zwar folgendes. So, wir haben jetzt hier unseren Kart, ja, vielleicht hier eine Truhe, wo die ganzen Karts so drin sind. Man hat immer überall genug. Man setzt sich rein und will hinten aus der Kiste etwas rausholen. Man klickt hier drauf, fährt ziemlich schnell sogar. Also, man ist ja wirklich hurtig dabei. Das, okay. Weg, weg. So, das kann man zulassen. Mit dem Kart kann man ja drunter durch. So, und jetzt ist es so, wären wir hier gerade angekommen und würden hier landen. Jetzt kann ich da vorne auf die Kiste zugreifen, kann mir Kram rausholen
Ja? Und dann sagen, okay, das war's, wieder zurück. Die wird jetzt hinten landen und wird stehen bleiben, das ist gut. So. Ja, man holt den Kram, fährt wieder zurück oder entscheidet sich, nee, ich will einfach durchfahren. Klickt da drauf und kommt wieder weiter. Das ist so toll. Ganz ehrlich, man müsste das eigentlich so machen, dass wir mit dem Kart direkt ins Lager fahren und umringt sind von Kisten und einen Knopf haben, um wieder zurückzukommen. Das heißt, dieses Lagerkonzept hier ist langsam überholt. Ich würde also eigentlich lieber es so machen, dass man vielleicht hier dann irgendwie da so rein, vielleicht dann einfach ein Kistenrondell baut. Mit dem Kart fährt man dann da rein und kann sich dann aus den Kisten irgendwas holen. Will man weiterfahren, gibt es dann wieder so eine Weiche. Klickt man drauf und dann fährt man hierher und dann kommt man hier hoch, ja, oder hier rein. Aber vorher ist man im Lager, kann also im Kart sitzend dann den Kram rausholen und fährt wieder zurück. Also das Konzept finde ich genial. Ne? Darüber mache ich mir auf jeden Fall auch mal Gedanken. Das wär schick. Das wird mir gefallen. Na gut, das war's für die heutige Folge. Dann toll, dass du dabei warst. Bis dahin. Ciao.